Rahmen des Projektes Umweltbaustellen sind wie jedes Jahr wieder zahlreiche Helferinnen und Helfer aus den unterschiedlichsten Teilen Europas nach Kötschach-Mauthen gekommen, um gemeinsam mit Mitgliedern des Alpenvereins zerstörte Wanderwege wiederherzurichten. Wir machen das schon einige Jahrzehnte und es kommen wirklich von der ganzen Welt Leute zu uns. Ja. Eine Helferin hat sogar den weiten Weg von Weißrussland auf sich genommen, um bei der Aktion dabei sein zu können. Ja, das interessiert mich sehr, sehr viel, all diese freiwillige Arbeit, wo man kann etwas für die Natur tun, weil wir sind alle lebendige Wesen. Und deswegen, das ist so cool, wenn wir etwas auch zu der Natur geben können. Die lose Erde muss befestigt werden. Eine schweißtreibende Arbeit, die den Helferinnen und Helfern einiges abverlangt. Davon lässt sich Christoph Elger aber nicht abschrecken. Er ist bereits das dritte Mal bei der Aktion dabei. Seit 3 Jahren circa ist eine Woche fix bei mir. Und wie heuer auch noch eine zweite dazu. Und es hat mich immer voll getaugt, weil man ziemlich viele nette Leute trifft. Haben alle ziemlich selbe Interessen, sind gern draußen, gehen gern wandern, sind viel in der Natur. Und abends zusammensetzen ist halt auch immer witzig. Ja. Warum mehr Frauen? Das ist nicht immer so, aber da anscheinend schon, weil ich glaube, dass die Männer, dass viele Leute hart arbeiten und sind die Ferien lieber auszunehmen. Und also nicht, dass Frauen nicht hart arbeiten, aber wenn jetzt Männer am Bau hackeln oder so, dann ist halt, nimmt sich keiner die Zeit dazu, dass er in seiner Freizeit auch noch in die Berg geht und da nur mal anpackt, sondern der. Aus der Nummer kommst du mal raus. Eine andere Erklärung für den hohen Frauenanteil an der Umweltbaustelle hat Anja Doppelmeier. Vielleicht sind die Frauen eher für Abenteuer zu haben. Wir sind vielleicht ein bisschen flexibler, gewöhnen uns schneller an die harten Bedingungen. Nein, ich weiß nicht. Es ist eigentlich sind wir eh fast halbe-halbe. Es sind eh mehr. Zwei Drittel, ein Drittel. Ja. Circa. Aber es sind ja noch Männer auch noch da, die oben vorarbeiten, leisten. Also, nein, ich weiß nicht, ob das Frau oder Mann ist, ist im Grunde wurscht. Wir hackeln alle, wir sind alle total begeistert von der Natur, haben Spaß. Wir leisten alle genau gleich viel, die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Also, es macht keinen Unterschied. Das gemeinsame Schaffen steht hier klar im Vordergrund. Die Jugendlichen haben die Möglichkeit, neue Bekanntschaften zu schließen und Zeit in der Natur zu verbringen. Schon anstrengend, aber es macht auch Spaß, auf alle Fälle gemeinsam zu arbeiten und einfach der Natur auch ein bisschen was zurückzugeben. Ein paar Leute sind auch schon zum zweiten oder dritten Mal da, ich jetzt zum ersten Mal, aber es klappt alles ganz gut. Eben gestern haben wir auch schon ein paar Wege freigemacht und ja, heute klappt es schon viel besser. Ohne die Wegmarkierungen wird man es wahrscheinlich nicht finden und ein bisschen sportlich sollte man auf alle Fälle auch sein, damit man das gut schafft. Sepp Lederer, Alpenvereins-Urgestein, kennt sich in diesem Gebiet bestens aus und weiß genau, wo die Wege zum Hinterjoch verlaufen. Ich finde immer wieder die alte Trasse und alte Markierungen und ich weiß ungefähr die Richtung. Ich weiß auch, seinerzeit, wie wir da gebaut haben und renoviert haben, dass genau 16 Serpentinen von unten auf sind. Und da zählt halt ungefähr mit, dass man hinkommt. Und durch diesen Güterwegebau natürlich ist einiges vernichtet worden. Aber das habe ich alles früher einbinden müssen und deshalb weiß ich, wo es weitergeht. Gell. Dass die Sanierung der Wanderwege kein selbstverständliches Unterfangen ist, weiß Andreas Brucker. Voriges Jahr haben wir nichts machen dürfen. Der Besitzer war dagegen, so gesehen. War es heuer ganz gut, weil wir Umweltbaustelle haben. 20 Leute haben wir zur Verfügung. Die sind heute auf 3 Stationen aufgeteilt. Mautenalm, dann Apatie ist mit den Mäharbeiten am Kanischen beschäftigt und der Rest ist da bei uns herum in ja, 2 Gruppen, 3. Einer mäht, einer schneidet mit der Sog, einer legt die Richtung des Weges fest und so ungefähr. Also wir brauchen da keine großen Pläne machen. Wir haben so viel Routine, dass da in der Früh beim Frühstück alles ausgehandelt wird, wie es läuft. Nicht nur die Wege zum Hinterjoch müssen freigelegt werden. Weiter oben auf der Mautneralm ist eine weitere Gruppe der Umweltbaustelle im Einsatz. Sie schwendet die Almwiesen. Ohne diese Arbeit würde die Fläche innerhalb kurzer Zeit zuwachsen.